jetzt habe ich auch endlich so eine Ziehklinge wie Jonas. Hä? Was passiert hier überhaupt? Au, das wird ja total heiß. Wie soll das denn gehen? Was für Mist. Eine Ziehklinge ist ein Spitzenwerkzeug. Es kostet nämlich fast nichts und es ermöglicht es uns, Oberflächen ganz wunderbar fein zu hobeln. Wir müssen also nicht mehr schleifen. Das habe ich euch in diesem Video hier schon mal gezeigt. Das Problem ist natürlich nur, so eine Ziehklinge richtig zu benutzen, ist tatsächlich relativ schwierig. Man braucht einiges an Übung und selbst wenn man viel Übung hat und genau weiß, wie man sie halten muss, werden die Dinger heiß, weil wir natürlich Metall immer wieder über Holz reiben. Aua, aua, das kann Brandblasen geben. Es gibt Ziehklingenhalter. Die machen nichts anderes, als die Ziehklinge in einer leichten Rundung zu halten, so dass wir sie nur noch führen müssen. Aber 50 Euro, boing, das muss nicht sein. Ihr könnt euch so ein Ding für 0 Euro selber bauen. Jones, 0 Euro, du bist ein Lügner, deine Jigs kosten nicht 0 Euro. Ja, wenn man kein Restholz hat, kostet es nicht 0 Euro. An dieser Stelle sage ich das einmal. Ich gehe davon aus, dass jeder, der mit Holz arbeitet, irgendein Reststück rumfliegen hat. Also 0 Euro und schon könnt ihr mit der Ziehklinge arbeiten wie ein Profi. Ich muss mir erstmal ein Reststück suchen und dann geht's los. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir müssen eigentlich die Ziehklinge nur in einer leichten Rundung halten. Und das ist ganz einfach. Wir nehmen uns dafür hier so ein Reststück, das ist tatsächlich nur grob aus irgendwas abgefallen. Und wir müssen da unsere Ziehklinge in einer leichten Rundung reinbekommen. Und dafür zeichnen wir uns diese Rundung auch einmal an. Ich habe zum Glück noch ein paar Hände und die zeichnen jetzt hier gleich mit dem Bleistift einmal lang. Wenn ihr das nicht habt, ein zweites paar Hände, dann macht ihr das einfach so und ich zeichne es einfach selber an. Zack! So, das Ganze passt jetzt hier so rein. Zack. Jetzt müssen wir das natürlich noch wieder zusammenspannen. Das heißt, ich habe hier schon ein kleines Loch gemacht. Da bohren wir jetzt einmal rein. Ich habe noch kein Loch gemacht, nur angezeichnet. Aber da bohren wir jetzt rein und schrauben das Ganze fest. Und dann können wir das Ganze auch schon benutzen. Das hat ohne Witz vielleicht eine Minute gedauert, wenn überhaupt. Und ihr könnt es so sofort nutzen. Und habt ganz wunderbare Späne. Bei mir rutscht das jetzt oben noch ein bisschen raus. Und es sieht auch schrecklich aus. Deswegen investieren wir jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten und machen aus einem günstigen Werkzeug, was wunderbar funktioniert, eins, was auch noch super aussieht. Also los. Um beim Thema zu bleiben, verwerten wir Reste. Ich habe diesen Abschnitt Nuss. Den kleben wir jetzt erstmal hier oben drauf.
Das heißt Ziehklinge und nicht Drückklinge. Okay. Das funktioniert wunderbar. Und mir ist völlig egal, ob das Ding heiß wird oder nicht. Au, jetzt habe ich es doch angepasst. Das wird nämlich sehr, sehr heiß. Das ist das Ding. 10 Minuten Arbeit, ein Reststück und ihr habt ein tipptopp Werkzeug. Ich finde, das Ding fasst sich viel besser an als das von Veritas. Ich besitze das nämlich. Und ihr könnt damit wunderbar drücken und natürlich auch genauso gut ziehen. Denn eine Ziehklinge könnt ihr in beide Richtungen benutzen. Jones, genau, das wollte ich noch sagen. Ihr müsst euch selbst die Ziehklinge nicht kaufen. Ihr könnt die aus alten Sägeblättern von zum Beispiel Japansägen selber machen. Und auch das Veritas Schärfgerät braucht ihr auch nicht. Wie in diesem Video habe ich es euch schon mal gezeigt. Ich nehme einfach so eine, ihr habt damals gesagt, sie heißt Buchbinderschraube. Das ist einfach nur ein Stück Metall, was rund ist. Ihr zieht den Grat damit selber an. Zuallererst schleift ihr eure Ziehklinge einfach, dass ihr keinen Grat mehr habt. Schleift sie gerade auf einem Schleifstein, spannt sie dann ein und geht mit diesem Werkzeug oder mit dieser Schraube einfach hier drüber, bis ihr einen kleinen Grat fühlt. Das kostet alles nichts und ihr könnt super, super geile Ergebnisse erzielen und habt dafür nichts bezahlt. Das sind wunderbarste, feinste Späne. Und das Werkzeug und alles drumherum könnt ihr euch selber machen. In ein paar Minuten. Das ist doch der Knaller. Spart euch die Kohle und smash lieber ein Abo rein. Denn ein Abo kostet ja auch nichts. Und schreibt einen netten Kommentar. Wie seht ihr das? Hobeln oder schleifen? Was findet ihr besser? Und habt ihr das überhaupt schon mal ausprobiert mit dem Hashtag Ziehklinge? Ich hörte nämlich, der ein oder andere weiß noch nicht so richtig, wie das geht. So gelingt es jedem. Also, bis zum nächsten Mal. Die Form könnt ihr natürlich an eure Hände anpassen. Also macht so, dass es passt und spart die Kohle. Oh Gott, die Kohle. Ja. Wer hat denn diesen Knüppel hier hingelegt? Den packe ich jetzt mal wieder weg. Genau dahin, wo ich gerade gestolpert bin. Tschüss.